Fritz Millener von der GIAG bzw. von der IFEA. Energie wird teurer. Das war eine der Grundaussagen Ihres Vortrags. Was bedeutet das für die Wohnbauträger? Es wird nicht Energie per se teurer, sondern es werden die Energieanlagen teurer und es werden auch die Wirkungsgrade werden unter Umständen schlechter. Und es bedeutet für die Bauträger, vor allem für die Bestandsgebäude eigentlich, große Herausforderung für die Zukunft, weil die Kosten für die Mieter einfach steigen. Und natürlich das Mieter-Vermieter-Dilemma nach wie vor nicht gelöst ist. Und wer trägt die Kosten für die Änderung der Heizsysteme? Wie geht es mit Gleichzeitigkeit, Mietrechtsgesetz, Wohnungseigentumsgesetz? Sind alles offene Baustellen, die da große Herausforderungen auf die Immobilieneigentümer zukommen lassen. Änderung der Heizungsanlagen, das ist ein gutes Stichwort. Es müssen ja Gasheizungen, Ölheizungen auf Dauer ersetzt werden. Wie sind da wirklich die Fristen? Diese Fristen sind noch offen, aber es heißt noch nicht, dass Gasheizungen wirklich ersetzt werden sollen oder müssen. Es wäre wahrscheinlich die beste Lösung und die wirtschaftlichste Lösung und die kostengünstigste Lösung, wenn die mit 100% grünem Gas versorgt werden könnten. Jetzt gibt es eine Diskussion, wo wird das grüne Gas eingesetzt in der Industrie. Die stehen im internationalen Wettbewerb. Wenn es da keinen Gleichklang in Europa gibt, ist das für die Industrie schlecht. Daher ist es am besten eingesetzt im Wohnbau. Das grüne Gas und eine Sozialisierung über alle Erdgaskonten ist da durchaus vorstellbar. Ich meine, dass Nachhaltigkeit jetzt ein Trend oder zur quasi Verpflichtung der Projektentwickler und der Immobilieneigentümer und aller Menschen eigentlich geworden ist, das ist ja eigentlich sehr zu begrüßen. Nachhaltigkeit ist nicht nur ein Trend, sondern eine Notwendigkeit. Der Klimawandel ist real. Das Pariser Klimaabkommen ist jetzt wieder weltweit aktiv. Daher müssen wir Maßnahmen setzen. Es werden sehr, sehr umfangreiche Maßnahmen notwendig sein, auch sehr viele einschneidende Maßnahmen. Und wir sollten eben da kein Ausspielen der Energieträger machen, sondern wir brauchen alle Formen der Energie. Sie muss und soll so schnell wie möglich und wirtschaftlich und sozialverträglich 100% erneuerbar sein. Welche Rolle spielt denn der Energieausweis in diesem ganzen Universum von Zertifizierungen, gibt es ja unterschiedliche Anbieter und so weiter, und der verpflichtende Energieausweis darin? Ja, der Energieausweis ist einfach die Basis allen Tuns im Gebäudebereich. Wichtig ist dort, dass natürlich ein rechtssicherer Energieausweis erstellt wird, eben mit Vorortbefundung. Ohne Vorortbefundung ist es eigentlich Betrug. Wenn ich einen Energieausweis, also alle, die im Internet ohne Besichtigung Energieausweise anbieten, außer für Neubau, weil da gibt es noch nichts, ist es eine unzulässige Art. Und daher, es geht dann um die Sanierung, es geht um den Immobilienbestand zu bewerten. Da ist der Energieausweis einfach die Basis von allen und in Zukunft soll er noch eine stärkere Rolle spielen, eben mit dem Renovierungsenergieausweis, der in der OIB-Richtlinie 6 schon berücksichtigt ist, aber noch in der Norm noch deutlich, also schärfer gezeichnet wird und die Vorgaben noch besser werden. Und das ist auch die Basis für Förderungen. Der Energieausweis ist etabliert. Das, was schade ist, ist, dass es noch immer seltsame Anbieter gibt von Immobilien, die gesetzlichen Vorgaben nicht entsprechen und eben zum Beispiel bei den Inseraten nicht den Heizwärmebedarf und den Gesamtenergieeffizienzfaktor FGE angeben. Unternehmen, die von Nachhaltigkeit sprechen und dann in der Fünferschrift diese beiden Werte angeben, die haben die Zeichen der Zeit nicht verstanden. Das muss man wirklich sagen. Die Bevölkerung wird es auch noch schaffen, dass sie weiß, ein HWB von 30 ist gut, ein HWB von 120 ist schlecht, ein FGE unter 1 ist okay und ein FGE über 1 ist Schrott. Also ich weiß es spätestens seit Ihrem Vortrag. Danke Ihnen. Wie geht es Ihnen bei uns? Ausgezeichnet. Es ist wieder wie voriges Jahr schon eine hervorragende Veranstaltung, interessante Inhalte, sehr gute Einblicke von großen Playern am Markt. Herzlichen Glückwunsch, Gratulation. Vielen Dank.